Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Build von Satisfactory. Im letzten Teil müssten wir, wenn ich mich recht entsinne, einmal die Schwefel- und die Kohlefelder erschlossen haben. Und unser nächster Plan wäre dementsprechend, dort unsere ersten Kraftwerke zu bauen. Und genau das ist auch das, was wir heute tun werden. Das heißt, wir werden jetzt einmal hier ganz gemütlich der Stromleitung folgen. Und dann werden wir da hinten einmal gemütlich. Das hier ist nur Schwefel, den nehmen wir dann nicht mit. Nope. Und werden dann damit hoffentlich erstmal unser Energieproblem lösen. Das einzige Problem, das ich leider sehe oder zumindest denke, dass das uns auf die Füße fallen kann, wäre, dass wir, wenn wir das Ganze erstmal alles da drüben gleich verkabelt und angeschlossen haben, dass wir dann quasi uns der Strom ausgeht aus den ersten Kraftwerken, wodurch wir natürlich die jetzigen Kraftwerke nicht in Betrieb nehmen können. Also mehr oder weniger so ein Henne-Ei-Problem. Das heißt, wir bauen den ganzen Kram, müssen dann vermutlich noch einmal zurück, um die anderen noch einmal aufzufüllen. Und sobald die anderen, also sobald dann unsere Kohlekraftwerke laufen, können wir die dann theoretisch abmontieren. Scannen wir nochmal nach Kohle. Haben wir auch gleich die richtige Richtung hier? Nee, nicht die. Die müsste es sein. Könnten uns auch überlegen, uns einen gute Frage, wo geht denn das? Haben wir das Auto schon, haben wir schon das Fahrzeug freigeschaltet? Sieht nicht danach aus. Jetzt hätte ich gesagt, wir könnten uns ein Fahrzeug bauen und mit dem dann hier mal durch die Gegend fahren. So, da drüben müssen wir hin. Das heißt, wir fangen hier einmal an. Das große Problem ist jetzt, wenn wir jetzt tatsächlich den Fallschirm hätten, wäre das gar nicht so schlimm. Dann könnten wir hier nämlich einfach runterjumpen. Und dann wäre das hier auch gar nicht so dramatisch. Aber nein, haben wir natürlich nicht. Deswegen müssen wir uns jetzt hier ein paar Tricks helfen. Um uns hier unten einmal dann quasi auch den Rückweg zu ermöglichen im Vergleich zum letzten Mal. Okay, das sollte passen. Und anschließend hier ist irgendwas, was nicht so gelaufen ist, wie es sollte. Aber ist jetzt kein Beinbruch.
Wir bauen einfach hier noch einmal uns kurz den Rest hoch. Meine, wir sind ja fast oben. So. Damit haben wir es auch schon. Okay. Das ist vielleicht doch nicht so gut. Wir sollten hier noch mal eins reinsetzen. So. Aber jetzt können wir bis nach ganz unten laufen. Können wir hier einmal Schießpulver schon mal nehmen? Können wir nicht, ist ja gar kein Strom da. Ist aber interessant, ist, weil ich. Das ist doch jetzt noch nicht. Komisch. Ich hätte gedacht, dass. Ach, natürlich, wir haben hier hinten ein Lager dran gesetzt. Ja, dann können wir es da auch erstmal lassen. So, dann reißen wir den ganzen Kram hier erstmal wieder ab, weil wir wollen damit ja gleich vernünftig arbeiten. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir setzen erst einmal einen Wasserextraktor hier rein. Und das hat jetzt folgenden Grund. Ich möchte nämlich unsere Kraftwerke eine Etage über den Wasserextraktoren bauen. Das heißt in etwa so. Dann könnten wir nämlich das Wasser von unten hochziehen und oben unsere Kraftwerke setzen. Ich möchte nur einmal kurz gucken, dass das hier von der Höhe passt. Okay, das tut es. Dann brauchen wir natürlich ganz klassisch hier auch einen Weg nach unten. Uns erstmal fix einen Weg nach unten Richtung Wasser. Dann machen wir quasi direkt oben. Warte, wir können es auch anders machen. Machen den raus. Setzen gleich das, 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 das. Können wir noch von darunter bauen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir müssen doch einmal nach hier drüben. So geht es wieder nicht. Das ist doch ärgerlich. Dann machen wir es anders. Machen wir hier einfach eine Kurve. Na komm schon. Jetzt brauche ich hier irgendwo aber können wir irgendwie uns da unten was hinsetzen, wir quasi drauf stehen können. Nur können wir wohl nicht. Hier ist es wohl ein bisschen tiefer, gehe ich einfach mal davon aus. Müssen wir es anders machen. Halt auf die langsame Art und Weise. Machen wir schon mal gleich die Rampen hier hin. So, wir nähern uns. Ah, was doch eben. Nein, ja. Okay, wieso kann ich da jetzt gerade nichts drunter setzen?
Okay, wir sind unten. Und ich glaube, wir haben verkackt. Nee, haben wir nicht. Huh. Ich habe gerade schon Panik geschoben. Okay, das ist erledigt. So, wir kriegen eine ordentliche Menge Kohle. Jetzt gucken wir einmal. Oh, wir sehen schon, das ist ein ziemlich großes Ding. 15 pro Minute. Das sind 60 und... Kommen wir da gerade irgendwie hoch? Natürlich nicht. Das wäre ja auch zu einfach. Und ich glaube, das hier waren 120, oder? Ja, das heißt, wir haben hier 180. Damit können wir... Für 30 können wir mal 2 an... Das heißt, sind 4, sind 12 Kraftwerke, die wir hier maximal erstmal betreiben können. Aber bauen wir doch erst einmal los. So, und jetzt gucken wir nochmal genau, wie groß das tatsächlich ist. Wenn wir das auf 1 stellen wollen, sagen wir mal so, dann geht das 1, 2, 3 und ein bisschen mehr. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4. Das ist jetzt quasi 2x4 bauen, die jeweils in die andere Richtung zeigen. Und dann fangen wir gleich erstmal. Irgendwo an. Das erste hinzusetzen und dann bauen wir einfach noch 7 dazu. So, 1, 2, 3, 4. Und hier ist quasi 1. Gucken wir mal, wie weit das jetzt hier nach vorne geht. Das ist okay. Gut, dann können wir die anderen bauen. 2. Nee, das ist zu weit vorne. Kann ich das hier irgendwie... Ja, mit der Steuerungstaste kann man das wohl... Direkt daneben. Leinen. Nicht runterfallen hier. So, das sind 3. Dann können wir doch noch... Hier können wir nicht. Hier können wir es. So. Vier. Und jetzt müssen wir das Ganze noch einmal auf der Rückseite bauen. Gucken, ob das hinhaut. Sieht gut aus. So. So, die Kraftwerke stehen theoretisch. Jetzt lass mich noch mal kurz überlegen. Wir haben 180 und wir schaffen 2, 4, 12. Das heißt, wir sollten vielleicht entsprechend noch mal wie viel haben wir gerade gebaut? 8, nochmal 4 dazusetzen. Denke ich. Können wir hier gleich das Maximum rausholen. Haben wir noch so viel?
Ja. Hoffe, wir haben genug Ressourcen dabei. Boah, dann haben wir auch erstmal hoffentlich keine Stromprobleme mehr für eine gewisse Zeit, hoffe ich. Dinger aber richtig zu positionieren, ist schon leicht nervig. So minimal zumindest. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3. Haben wir jetzt schon 6? 3, 6. Ja, haben wir. Wollen wir noch einmal hier einen dran, dass wir daran vorbeilaufen können? Können wir jetzt auch bauen, weil hier ist jetzt quasi unser. Weg runter. Die letzten zwei. Okay. Dann brauchen wir bei 6 Stück. 1 × 3 Splitter. Haben wir. Hier drüben einmal genau das. Selbe. So. Was wir jetzt aber erst einmal quasi dann vorübergehend brauchen werden, ist. Weil wir ja quasi 120 und 60 generieren, müssen wir die jetzt vorübergehend halt splitten, aber auf eine bestimmte Art und Weise, weil wir die halt leider nicht zusammen und dann auseinander. Das würde von den. Das würde von der maximalen Anzahl hier nicht klappen. Das heißt, was wir machen ist, wir brauchen hier drüben einen Merger und wir brauchen hier erstmal noch einen Splitter. Und hier noch mal ein Merger. So, jetzt gehen nämlich 2/3 davon nach hier. Das sind von. Ne, Moment mal. Wir wollen 1/3. 80 und 60. Nee, wir wollen 20 haben. Also 1/4 von dem Ganzen. Das ist hier natürlich dann Schwachsinn. So, wir wollen nämlich. Wenn wir das hier reinschicken. Das hier drüben nochmal reinschicken.
Und ein hiervon quasi da reinschicken. Und den anderen wiederum hier drüben in diesen Merger rein. Dann können wir den da reinschicken. So. Das passt. Können wir auch gleich schon mal auf der Seite verkabeln, wenn wir dabei sind. Ersten zwei verkabelt. Die falschen zwei. Müssen bedenken, wir müssen hier auch gleich noch ein Pipeline-System anschließen. Aber das machen wir gleich. Ich glaube, wir haben nicht genug mehr von den verstärkten Platten, um das hier gleich in hübsch zu bauen. Und wenn doch, haben wir theoretisch doch, dann sollten wir das vielleicht bis zum ersten Splitter gleich einmal vernünftig bauen. So, selbes Prinzip. Erste, zweite, das ist der erste. Das war ein Tacken zu weit. Warum auch immer er mir das gerade also angezeigt hat. So, und dann hier einmal das. Und naja, fast schön. Ich glaube, das ist auch sogar richtig, dass das erst ab hier drüben muss. Genau. Weil da kommen 60, hier kommen 30. Das heißt aber auch, dass wir natürlich hier drüben das Ganze so machen müssen. Jetzt haben wir, glaube ich, das Problem. Doch, hier können wir es tatsächlich machen. Also hier. Das Ganze ein bisschen verschnellern. So. Jetzt brauchen wir das Wasser. Okay, wie machen wir das jetzt am schlauesten? Wir setzen wohl mal hier einen Pipeline-Support hin. Und nee, wir machen das ganz anders. Pass mal auf. Wir setzen jetzt hier überall
Doch, ist auf der Höhe. Wir sind jetzt hier überall so ein Support hin und bauen jetzt quasi unsere Pipeline hier einmal quer rüber. Und im nächsten Schritt bauen wir quasi dann die Junctions. Und können dann damit die einzelnen Abgänge machen. Ja, wir hätten das vielleicht zuerst machen sollen. So. Wir brauchen 45 Kubikmeter pro Minute. Den haben wir abgerissen. Wo haben wir ihn? Water Extractor. Der gibt uns 120. Und wir brauchen wirklich nur 45. Das heißt, wir brauchen für 92, für 3 270, für 3 sage ich schon, also für 2 mal 3, also für 6 270 und dann brauchen wir für das Doppelte möglicherweise 540. Und 540 durch 120 sind, lass mich kurz in den Rechner eingeben. Genau, Marvin, wie wäre es mal mit geteilt? 4,5. Das heißt, wir bauen jetzt 5, dann haben wir zwar erstmal genug mehr drin, aber schadet ja nicht meiner Meinung nach. So, das heißt, wir bauen jetzt hier unten. Hier 5 Stück. Ich weiß gar nicht, ob man die hier irgendwie die Dinger hier vernünftig setzen kann. Ah doch, mit Steuerung kann man sie wohl zumindest in Reihe setzen. Und das ist der zweite. Dritte, vierte und einer geht noch und damit Glückwunsch an uns selbst. Wir haben genug, Rohstoffe mitgenommen von den Rotoren vor allem. Wenn dann jetzt hier quasi eine zweite Reihe sogar einfügen. Oh. Oder auch nicht. Oder doch. Warum auch immer der da gerade nicht wollte. So. Wir können mit einer Pipeline maximal 300 transportieren. Das heißt, wir brauchen sowieso zwei Pipelines. Das heißt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob man das splitten kann. Doch, ich glaube schon. Das ist, glaube ich, sogar nämlich neu. Nee, es gibt keine Ventile. Aber ich glaube, dass die nur in eine Richtung pumpen. Und wenn wir das quasi passend bauen, sollte das trotzdem funktionieren. Gucken wir einfach mal. So. Wir verbinden die zwei. Wir verbinden die zwei. Wir setzen jeweils in der Mitte eine Verbindung. Okay, dann ziehen wir das einmal komplett rüber. Das
Das klappt leider nicht so, wie ich das gern hätte. Ist aber auch nicht schlimm. Das geht nämlich auch. Dann brauchen wir jetzt hier in... Können wir doch irgendwie drauf springen? Ja. Und jetzt müssen wir das hier nur noch einmal anschließen. Gut, das haben wir. Oh, das ist aber nicht gut. Wir können nur noch zwei Pumpen setzen. Die müssen wir einmal hier hin und einmal hier hin. Funktionieren die nämlich dann quasi wie ein Ventil. Dass das Wasser hoffentlich nur in eine Richtung fließt. Jetzt müssen wir das Wasser nur noch nach oben kriegen. Zwar sowohl hier wie auch hier. Wie machen wir das denn? Wir können sagen, wir machen hier Ende und ziehen hier die Wasserleitungen hoch. Das würde bedeuten, dass wir drüben einmal das machen müssten. Sind wir hier schon auf hoch auf Linie? Ich glaube, jetzt sind wir hier, sind wir auf Linie. Das heißt, wir bauen einen weiter. Was auch immer er da gerade machen möchte. So, und jetzt müssen wir noch. Nee, das war doof. Also mein Plan ist quasi, das zu machen. Oder auch nicht. Also was ich quasi machen möchte, ist, wir wollen das Ding hier gerade haben. Und zwar auf der Höhe. Genau so. Okay. Jetzt brauchen wir noch den zweiten. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, würde ich sagen. Nee, das gefällt mir nicht. Das müssen wir anders machen. Wir müssen den hier einmal
mehr zur Seite ziehen. Damit wir den hier jetzt möglicherweise. Ach, manchmal baut er hier echt komische Sachen. Da drückst du gefühlt nur einmal. Dann denkst du dir hinterher. Okay. Okay, das sieht gut aus. Ja, gut, wahrscheinlich relativ ist. Dann brauchen wir ein Support. Nehmen wir mal hier. Und ein nehmen wir hier. Okay. Dann brauchen wir jetzt die Junctions. Hier. Hier. Da. Da. Hier. Und den hier lassen wir direkt hoch, direkt reinlaufen. So. Dann einmal können wir das dann anders machen. Von oben oder müssen wir das Ding dann quasi drehen? Nein, geht auch. Hier geht's aber so. So. Ich weiß nicht, ob wir hier noch Pumpen brauchen. Können wir eh nicht machen. Das heißt, wir bauen doch einmal ganz, also wir schließen jetzt erstmal hier wieder restlichen Sachen an. So, da hängt zwei dran. Eins, zwei, drei. So, theoretisch hängen sie alle dran. Und dann müssen wir einmal zurück in die Base. Und einmal alles nachfeuern und dann hoffen, dass das für das, was wir hier gerade gebaut haben, ausreicht. Und das bietet sich dann auch quasi gerade an, hier den Part zu beenden. Ich würde einmal zurücklaufen, den ganzen Strom wieder auffüllen. Und dann sehen wir uns hoffentlich genau an dieser Stelle hier wieder, aber mit einem funktionierenden Stromsystem. Also herzlichen Dank wie immer fürs Zuschauen und schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Macht's gut!